Ich trinke nur ein bisschen was. Das ist auffällig. Trink mehr. Ich muss zum Auto fahren. Ja, Ich muss also den es Rauch erst ist. mal tanken zum Auto Also fahren. fairerweise würde einer ausreichen von diesen Schnäpsen, die du da getrunken hast, ja. Wann soll es losgehen? Morgen früh quasi? Also mit dem Vorschlaf, wollt ihr schlafen jetzt oder wollt ihr jetzt noch mit dem Konzert Schlaf, sprechen? ich würde sagen, schlafen, frühstücken, organisieren uns noch die nötigsten Sachen, damit wir dann auf 15 Uhr quasi loslegen können. Losgehen, einkaufen, alles Nötige. Noch ein bisschen die Staatspolizei irgendwo in eine andere Richtung locken. Nochmal zufälligerweise am Kraftwerk vorbeigehen. In unbeobachteten Momenten ein paar Fotos machen. Nein. Doch, die Wahrheit muss ans Licht. Plan B immer noch im Hinterkopf behalten. Nein, es gibt keinen Plan B. Es gibt nur Plan F für Flucht, ja. Aber kein Plan B. Plan B ist nicht in, es gibt in dem serbisch-slowenischen Alphabet gibt es keinen Buchstaben B. Okay. Das heißt auch nicht Büro Schaue ich in meinem im Wörterbuch Erdgeschoss, nach. sondern das heißt Pyro, ja, mit P. Also es ist also Plan E, also für Was? Explosion. Nein! Plan E für Evakuierung. Dann ist Plan D für Detonation. Also wir haben Okay. unseren Plan. Okay, ihr habt Ja. euren Plan. Das heißt, ihr wollt zu Bett gehen. Ja. Okay. Gibt's dort in der Nähe eigentlich auch sowas wie Bäcker und so? Solchen kleinen sowas? Ja, jetzt sei im inneren Bezirk, wo ihr seid, eher als außen. Aber ihr habt auch schon einen Metzger und eine Bäckerei gesehen. Auch auf dem Weg Da, wo wir zum. Kleidung gekauft haben, gibt es ja Essen, oder? Du hast ja gesagt, das ist der Tante-Emma-Laden. Dann eher Ja, genau, da so geht es auf um dem Lebensmittel. Weg zum Haus vom Doktor oder Professor. Ja. Weil dann würde ich Ist in nicht der in dem Früh, Viertel direkt von ihm, aber quasi in eurem Viertel noch. würde ich am Weg zu ihm beim Bäcker vorbeischauen, so ein paar Brötchen organisieren. Also ist das jetzt schon quasi nächster Morgen oder ist das gerade noch hypothetische Planung? Na, das ist also eine Mischung. Hypothetische Planung, die am nächsten Morgen umgesetzt wird. Okay, also es ist der nächste Morgen. Ihr seid beim Frühstück, richtig? Was ist der Ablauf? Wer geht wohin? Wer macht was? Ich versuch zuallererst mal dem Hotelbesitzer sein Auto abzukaufen. Okay, hast du eine Kompetenz dafür, mit der wir das mit einer Prüfung ablegen können? Ich gehe mit ihm mit, notfalls. Okay. Kreditwürdigkeit? Ich Ja, das ist könnte. tatsächlich. Ich habe noch niemanden gehabt, der darauf gewürfelt hat. Das machen wir einfach nur, dass Ich auch will die endlich mal ganze jemand Zeit schon drauf würfeln. darauf würfelt. Ja, was hast du da, 75? 45.
Und mit einer 38 habe ich es geschafft. Oh, ich würde es dir gerade noch erleichtern, weil du ja auch das Tagebuch, das Wörterbuch hättest. Dann könntest du die Verhandlung auf Slowenisch machen. ja, nach langem Hin und Her. Ich gern ein bisschen mehr drauf. Also hast du nach langem Hin und Her verkauft er dir tatsächlich sein Auto. Du hast schon mehr draufgelegt, aber du hast trotzdem das Gefühl, dass er dich eiskalt über den Tisch gezogen hat. Es fühlt sich nicht gut an, dieser Deal. Aber du hast dein Auto. Ja? Ich stelle mir das gerade schon. So vor wie am Bazaar, dass Harry sagt 50, der Hotelier sagt 45 und Harry sagt 60. Ja. Ich handle nach oben. Ja. Ja, also sicher genau. du hast sogar Glück erst getankt. Sehr schön. Das wollte ich als nächstes fragen. Ja. Dann habe ich meinen Job erfüllt und würde jetzt anfangen, noch ein bisschen spazieren zu gehen. Bisschen Sightseeing. Wie gesagt, ja. Wenn ich unbeobachtet bin, dann fotografiere ein bisschen was. Kann doch nicht ohne Fotos. Das heißt, geht gar nicht. Also du musst tatsächlich aufpassen. Da in dem Bereich, wo ihr unterwegs seid, hast du natürlich noch relativ viel Miliz. Präsenz, was ein Milizpräsenz, Präsenz von der Miliz. Du musst schon tatsächlich sehr aufmerksam sein, dass die Leute nicht irgendwie deine Kamera entdecken. Mhm. Eher so aus Seitengassen raus. In die ja, genau, Richtung. Richtig. Ne, ab und zu steckst du dir halt mal weg, weil dann irgendwie so ein Wagen an dir vorbeifährt oder sowas, ja, oder du jemanden laufen siehst. Aber du schaffst das locker, ne? Investigativjournalistin. In irgendeiner Liga anstatt Fotos machen, schon tausendmal gemacht, ja. Das ist ja noch das Leichteste. Ich habe den ganzen Vatikan abfotografiert. Ich stelle mir das gerade so vor. und Paul, du bist auf dem Weg quasi Brötchen zu holen, habe ich das richtig verstanden? Und dann auf dem Weg in die Wohnung des Professors und seiner Frau. Ja. Um quasi die Frau abzuholen? Nein, um den Professor ein bisschen einzuweihen, wie es ablaufen wird. Mhm. Also du bist quasi da, bevor er um 8 Uhr sein außer Haus geht. Das Haus verlässt. Du bringst Frühstück sozusagen. Ja, damit es nicht auffällt, wenn ich in der Stadt, der Straße so früh unterwegs bin. Ja. Ah ja, smart. Ja, du kaufst da auf. Spiel ist ungefähr genau das gleiche wie bei, als Jurika hochgegangen ist. Also du siehst, also euer Verdacht hat sich bestätigt, dass das Haus nicht von der Geheimpolizei beobachtet wird. Also entweder wohnen die da selbst drin oder aber es gibt jetzt keine postierte Wache oder sowas. Und das gleiche Spiel, ja, die Frau macht dir auf, es guckt so ein bisschen den Lockenkopf raus, sie erkennt dich. Dauert nicht ganz so lang und macht direkt die Türen Spalt auf, dass du da reinschleichen kannst. Und klär die beiden eben über den Ablauf auf. Mhm. Du merkst, sie sind beide sehr nervös. Sag ihnen, sie sollen nicht nervös sein. Sie beruhigen sich sofort. Das ist meine charmante Ausstrahlung, die das bewirkt. Ja, du bist tatsächlich sehr einfühlsam. Aber ja, die werden ihr Land verraten. Also sie verraten heute ihr Land, ja, und werden aus diesem Land fliehen. Also ich glaube, da helfen nicht die besten, oder die einfühlsamsten Worte. Aber du hast auch das Gefühl, dass sie beide entschlossen sind. Also hinter dieser nervösen Fassade scheint doch eine sehr tief sitzende Entschlossenheit zu liegen. Ja. Und klär dann auch mit dem Professor noch ab, wie das jetzt ist, ob sein Büro versperrt ist, ob das Labor oben versperrt ist, ob er also der Letzte ist, der aus dem Labor rausgeht. Ich bin der Letzte, der aus dem Büro aus dem Labor rausgeht und mein Büro schließe ich ab. Aber den Schlüssel kann ich Ihnen geben.
sind ein Zweitschlüssel. Ich habe mal einen Zweitschlüssel anfertigen lassen, ja. Er kam kurz in seinem Schreibtisch rum und gibt dir so einen kleinen Schlüssel mit so einem kleinen Etikett unten dran, wo die Nummer drauf steht. Wird das Labor auch versperrt oder sperrt der Schlüssel auch das Labor? Das Labor wird nicht versperrt. Okay. Ich schließe im Normalfall eigentlich immer den Prototypen weg. Aber ich kann ja einfach vergessen, das Schloss zu schließen. Also das ist so ein Kasten, wo so gedreht wird, weißt du, wo du einen Schlüssel reinmachst und einfach zudrehst oder den Schlüssel wieder rausziehst oder beziehungsweise zudrehst, abschließt und so, und er erklärt ja halt, dass er das quasi offen lassen kann, also das einfach nur zudreht, aber nicht zuschließt. Mhm. Passt, und sie sorgen dafür, dass alle Unterlagen, die benötigt werden oder die nicht hierbleiben dürfen, in der Aktentasche sind, beziehungsweise alles, was zerstört werden kann, zerstört wird. Ja. Also es ist nur der, also es wichtig ist nur der blaue, die blaue Mappe. Alle anderen Sachen sind nicht von Relevanz für das Projekt. Ich schaue nochmal an. Meiner Kollegin sagt die rote Mappe. Doch gesagt, habe ich was anderes gerade gesagt? Blau. Du hast gerade die blaue Mappe. Ernsthaft? Nee, die rote Mappe, oh Gott. Die rote Mappe. Der Mann ist einfach voll nervös. Der ist richtig nervös. Guck mal, wie authentisch ich das spiele quasi. Ja? Es ist die rote Mappe. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Alles andere sind Nichtigkeiten, mit denen man nichts anfangen kann. Aber die rote Mappe darf auf keinen Fall im Büro bleiben. Es gibt auch keine anderen Kopien oder sonst irgendwas. Keine, die ich angefertigt habe. Ihr Kollege hat auch keine Kopien anfertigen können. Ich gehe nicht davon aus, weil mein Büro abgeschlossen ist. Denke nicht, dass jemand anderes einen Schlüssel hat. Okay. Einen Schlüssel hat. Sie sind auch der Einzige, der dieses Büro nutzt oder nutzen kann. Ja. Okay. So ist es. Also gehe ich jetzt ganz normal in die Uni oder wie? Ja. Also, okay, dann sollte ich vielleicht. Und du siehst so, wie seine Frau so zu ihm kommt und sich an ihn in den Arm nimmt und sagt, Laszlo, nimm nicht das Fahrrad, du bist zu nervös. Ja. Ja. Und dann frage ich die Frau noch, haben Sie vielleicht Butter? Butter? Ja, im Kühlschrank. Dann fangen wir an, dein Brot zu streichen. Sie schaut dich so ein bisschen geschockt irgendwie an, ja. Wie kannst du nur so gelassen sein, quasi? Das ist mein täglich Brot. Und nimmt sich auch ein Brötchen. Hast du den ganzen Witz nur rausgezögert, damit du jetzt, es ist dein täglich Brot, sagen kannst? Das Ganze ist halt nur für den Witz. Die Vorbereitung ist das halbe Leben. Ja. Gut, der Professor hat sich auf dem Weg, hat sich seine Dings geschnappt, hat seine Jackett vorher noch falsch rum angezogen. Das voll durch den Winter angekehrt. Aus dem Grund wollte er nichts sagen. Ja. Ja. Und macht sich auf den Weg, um seinen ganz normalen Tagesablauf durchzuführen. Nein, wenn die dann vielleicht irgendwo aufgeteilt sind, weil irgendwas dazwischen ist, er muss länger in der Uni bleiben oder sonst irgendwas, dann haut die ganze Geschichte nicht hin, wenn die nicht aufgeklärt sind. Über zeitliche Abläufe. Mhm. Ja. Was macht ihr denn jetzt mit der Frau eigentlich? Wann nehmt ihr die denn mit? Also ihr beide kommt mit dem Auto jetzt, oder wie? Abends. Okay. Sobald Staatsfernsehen losgeht, sag mal beide ein. Werden die beiden mit dem Auto abgeholt. Und in der Zwischenzeit bin ich in der Uni. Okay, das heißt, du. Die Staatspolizei ist ja zivil, oder? Die Staatspolizei ist in zivil, genau. Die entspannt auch vom Hotel. Macht da gar keinen Hehl draus, dass man das Hotel beobachtet. Man ist ein bisschen irritiert, dass es so rot leuchtet aus eurem Zimmer. aber ihr macht ja quasi ein bisschen Zeit, also ihr werdet ja wahrscheinlich euch die Stadt nochmal angucken, irgendwie und so Touri-mäßig unterwegs sein, ne? Genau. Ich fahre vor allem Richtung Kraftwerk an.
euch verfolgen wieder zwei Leute, also gar nicht unauffällig, also wirklich so, okay, we know, you know. Wir wissen, ihr seid keine Touristen, ihr wisst, genau, dass wir keine normalen Leute sind. Genau, ja. So ein bisschen kabarettmäßig auch. Und Paul, du bist auf dem Weg zur Uni, ganz normaler Weg, dir fällt währenddessen nichts auf und die Uni ist eigentlich wie am Vortag. Ja, ist so gut was los. Du hast schon mal jetzt gerade eine Zeit abgepasst, wo irgendwie eine Vorlesung ist, weil deutlich weniger auf den Gängen unterwegs sind außerhalb von dem Gebäude, ist ein bisschen was los. Das Wetter ist ja gut, da sitzen ein paar draußen, aber jetzt im Gebäude selbst tummelt sich das eher in den beiden Vorlesungsgebäuden und weniger in dem Büro- und Laborgebäude. Mhm. Dann verschanze ich mich mal in seinem Büro. Mhm. Wenn das zugesperrt ist, sperre ich es auch hinter mir wieder ab. Ja, also der Schlüssel passt ohne Probleme. Du siehst auch direkt den Aktenschrank. Du hast auch das Gefühl, dass dir keiner in irgendeiner Art und Weise gefolgt ist. Ich schaue mich sonst noch so ein bisschen in sein Büro um. Ja, eine Menge Bücher, was da alles so rumliegt, ja. Ein Haufen Unterlagen, vieles davon verstehst du gar nicht. Das wirklich Interessante scheint echt in diesem Aktenschrank zu liegen. Ja, und du scheinst, dass er schon recht hat. Also es gibt nicht wirklich viel, was da noch spannend sein sollte. Ja, also keine mysteriösen Geheimprojekte, die irgendwie betitelt sind oder sowas, ja. Hast du ein paar Klausuren von Studierenden, die du da auch findest, ja. Ich würde mich sonst halt so ein bisschen quasi hinter der Tür im Eck verschanzen, dass man mich von außen nicht sieht. Und wird da die Zeit abwarten. Ja, also irgendwann mal, so, weiß nicht, es wird so 11 Uhr oder sowas sein, hörst du, wie auch der Schlüssel, wie das Schloss quasi geht von der Tür. Und du siehst so den Kopf des Professors reinluken. Ja. Hallo? Hallo? Er holt irgendwie was, er sieht dich sitzen, ja. Er ist nicht mehr ganz so nervös, ja. Auch wenn du das Gefühl hast, dass das Hemd, sein Kragen doch schon ziemlich an seinem Hals klebt. Ja. verschwindet dann quasi wieder das Zimmer und sagt, ich muss jetzt wieder zurück. Es scheint, also ich habe den Prototyp schon so ziemlich zerlegt. Macht es was, wenn ich etwas übersehen oder vergessen würde mitzunehmen? Fragst du das jetzt ihn oder mich? Na, ja, also ihn, wenn er das jetzt so zerlegt. Also haben Sie die, ach so, vom Prototyp. Wir sollten das alles mitnehmen. Nein, aber falls Sie es zu weit am Tisch verstreuen und ich unter Zeitmanagement-Probleme geraten sollte. Also es gibt zwei Module von den fünf, die wir auf jeden Fall mitnehmen sollten. Okay. Ja. Beim Rest wäre es jetzt nicht ganz so wichtig, aber die beiden sind quasi das Kernstück des Prototyps. Vielleicht platzieren Sie die irgendwie rechts oder so. Ja, ich werde die zwei auf einen Haufen platzieren und die anderen drei auf einen anderen Haufen. Ja, passt. Das verstehen das auch ist, Sie. Das ist eindeutiges. Gut, er verschwindet wieder. Ja, die Zeit, das zwischendrin hörst du immer mal wieder, dass die Gänge lauter werden. Wahrscheinlich ist jetzt gerade Mittagszeit. Ja, Mittagszeit ist vorbei. Wie lange wolltest du jetzt warten? Bis er nach Hause geht. Dumm habe ich ja die Brötchen dabei. Du hast ihn immer dabei? Ja, ich esse den nebenbei. Paul wegen seinem Suppenkoller. Und wenn die Tüte leer ist, wo die Brötchen drin sind, dann kommt da seine Akte rein. Mhm. Ah, okay, clever. Ja, dann ist jetzt quasi 17 Uhr. Er kommt jetzt nicht mehr ins Büro, sondern macht sich quasi direkt auf dem Heimweg.
und fährt nach Hause. Dann warte ich also, noch, bis das Gröbste vorbei ist, Studenten raus sind, man vielleicht irgendwo den Hausmeister pfeifend putzen hört. Ja, also du hast so das Gefühl, also du hörst immer mal wieder Schritte. Ja, du kannst jetzt nicht sagen, also es werden keine Studierenden mehr sein. Der Vorlesungsbetrieb, so deiner Erfahrung nach, ist fertig. Ja, so alles, was du so mitbekommen hast. Ich meine, du hast jetzt selber keine Uni besucht, aber das ist so das, was du jetzt mal annimmst irgendwie. Ja. Nur wegen anderen Gründen. Genau, richtig. Du hörst ab und zu mal ein paar Schritte. Das könnte jetzt Lehrpersonal noch sein. Das könnte der Hausmeister sein. Letzten Endes, also ganz vermeiden, dass sich vielleicht jemand sieht, lässt es nicht. Aber jetzt gerade in diesem Moment hörst du nichts auf dem Flur. Dann würde ich das auch, wenn ich niemanden höre, abpassen und mich auf den Weg ins Labor machen. Du machst dich auf den Weg ins Labor, du gehst die Treppe wahrscheinlich hoch, ne? Mhm. Also quasi da, okay. Ja, du findest immer um die Ecken, bevor ich raufgehe, oder? Mhm. Ja, du findest das Labor. Willst du reingehen? Horch zuerst, ob vielleicht noch jemand drinnen ist, auch wenn er sagt, er ist immer der Letzte, der rausgeht. Also du hast jetzt nichts gehört. Und dann schaue ich rein. Okay, in dem Moment, wo du die Tür aufmachst, kommt dir die Tür so ein bisschen entgegen. Also quasi, du ziehst sie gerade auf und sie wird dir aber gerade und vor dir steht ja ein jungen mittleren Alters, vielleicht so Anfang, Mitte 30, in einem grauen Anzug und schaut: Wer sind Sie? Ich bin ein Freund von Professor Windes. Ein Freund? Ja. Auf der Arbeit. Und was ist Ihre Funktion, Freund von Professor Windes? Meine Funktion jetzt gerade ist, dass ich ihm etwas holen soll. Oder eigentlich bringen soll. Er dürfte etwas im Labor vergessen haben. Ja, was hat er denn vergessen? Wer sind denn Sie? Er zeigt jetzt so einen Ausweis mit der Bifki, ja. Ich stelle hier die Fragen. Neben den Ausweis, ist das eine Karte? Was meinst du mit Karte? Das ist so, wie so ein Personalausweis. So in die Richtung, ja, oder? Sowas, ja, so was Kleines. Also du bist dir ziemlich sicher, es ist jemand von der Staatspolizei. Er ist auch, er glaubt dir nicht so ganz. Mach doch mal bitte eine Täuschenprobe. Oder eine Überzeugen oder irgendwas anderes in die Art. Ausrauben. Ich bin nun die Staatspolizei. Täuschung 45. Ja, 44. Du kriegst ganz einen Steuerpunkt aufschreiben. Ich bin besser im Täuschen wie... Okay. Er ist besser im Fingerfertigkeit und Co. Ja, okay, dann machen Sie aber schnell. Ja, wir wollen ja jetzt noch gleich zusperren. Okay. Hat er was dagegen, wenn ich ihm seinen Ausweis wieder in die Brusttasche stecke? Er nimmt dir den einfach wieder aus der Hand. Achso. Check ihn selber. Wo steckt er denn den ein? In seine Innentasche. Okay. Quasi direkt. Wenn ich mich so beim Vorbeigehen an ihm vorbeidrängen muss. Ja. Wenn du rein willst, der bleibt da stehen, ja. Dann. Bist du jetzt ein Ausweis klauen? Ja. Okay, dann mach bitte eine Probe auf Fingerfertigkeit. Kann man da irgendwie schon den Storypunkt im Vorhinein ausgeben? Du hast unten eine Fähigkeit, dass sich das Flippen nur einen Storypunkt kostet, glaube ich. Ja. Genau. Ich glaube, das war's. Ah, okay. 38. Ja, musst du nicht flippen, ne? Oder? Was hast du? Dräng mich so vorbei. So, Entschuldigung. Ja. Wollte ihn nicht zu nahe treten. Er kriegt nichts mit. Und schau mich dann um.
Wo das ganze Zeug liegt. Mhm. Ja, du findest mit der Beschreibung, findest du das alles. Er hat das tatsächlich, also bei der Beschreibung, das, was er eingesperrt hat, da nebendran siehst du zwei liegen und du siehst halt dieses Zune, Schließfach nenne ich es jetzt mal, was er beschrieben hat. Und zwei okay. andere, also zwei Teile, nenne ich es jetzt mal, hat er da nebendran gelegt. Sieht der Herr direkt hin? Auf den Tisch? Ja, nicht unbedingt. Also der ist ein bisschen ungeduldig, weil ja, machen Sie doch jetzt mal schnell, ja. Ich möchte jetzt auch nach Hause. Hat der Tisch Schubladen? Nee, das ist ganz normaler Konferenztisch so. Okay. Stell meine Tüte so hin, dass es auf den zwei Platinen liegt, oder vor den zwei Platinen liegt. Mhm. Beug mich nach unten. Heb den Schlüssel hoch. Gefunden. Und wenn ich meine Tüte wieder nehme, nehme ich diese zwei Platinen auch mit. Sehr gut. Dann halte ich sie auch nicht mehr jetzt länger raus auf. Raus hier, raus jetzt. Also. Und eil ganz schnell die Stufen ab runter, dass er nicht mehr mitkriegt, dass ich mich auch im Büro wieder einsperre. Du sperrst ihn im Büro ein? Ja, muss jetzt noch ein paar Stunden totschlagen, bis ihr da kommt. Gut, das scheint alles geklappt zu haben. Ich muss etwas für den Professor finden. Er hat nur gesagt, wie es aussieht, nicht was die Funktion ist. Ein Schlüssel! Ja. Was? Gut, ein Handlanger, der ist jetzt so intelligent. Das passt. Ja, ich glaub auch, dass der Paul nicht weiß, was ein Schlüssel ist. Ja, der benutzt es als so selten. Wofür braucht man das? Letzten Endes wurde ja auch alles zwangsrekrutiert, was irgendwie sich loyal gegenüber der Dings verhält. Ja, das finde ich jetzt nicht immer genau. Das sind nicht die hellsten. Ja. Dann switchen wir doch lieber rüber zu Harry und Co. Ja, wird ein ganz normal Abendessen, oder? Ja. Ja. Ich trinke nur ein bisschen was. Das ist auffällig. Trink mehr. Ich muss zum Auto fahren. Ja, also fairerweise würde einer ausreichen von diesen Schnäpsen, die du da getrunken hast, ja. Ja. Wir essen zu Abend und würden uns dann vermutlich auf den Weg zu den beiden machen. Jetzt schon. Ja, wenn halt entsprechend Zeit rum ist. Beziehungsweise, wo steht das Auto? Steht das vorm Hotel? Ja, das steht neben an so einem Seitenparkplatz. Und ich schätze mal, wenn wir rausgehen, werden wir beschattet oder eher nicht? Ja, ihr werdet beschattet. Eine Person. Also was heißt eine Person? Du siehst eine Person in einem Wagen schräg gegenüber. Ja, aber es ist jetzt schon Abend. Da muss jetzt immer die ganze Zeit stehen, aber ja. Dann gehen wir mal ein bisschen herum. In Richtung Kraftwerk. Was wir bei uns dann so ein bisschen umschauen. Die letzten Sonnenstrahlen noch ein bisschen genießen. Versuchen, den abzuschütteln und durch die Gassen und dann zum Auto. Ja, sehr gut. Also jedenfalls zum Auto. Der Wagen fährt euch tatsächlich nicht hinterher. Ich gehe mal davon aus, dass Autos relativ einfach zu verfolgen wären, aber ist jetzt nicht so, dass da euch jemand richtig, richtig folgt. So, ihr fahrt jetzt, habe ich das richtig verstanden, zu Magda. Ja, wenn jetzt dann langsam Richtung 9 ist. Genau, ja. Ja, können wir einen kleinen Zeitsprung machen quasi. Paul hat keine Brötchen mehr, es dürfte gleich 9 sein. Ja, wir sind ja noch ein bisschen rumgegangen, bis der merkt, ach, mit dem Auto kommt er da uns eh nicht nach, wenn wir in die kleinen Gassen spazieren. Ja, ihr seid da. Ich kenne mich aus in der Stadt. Ich kenne die Stadt besser als die meisten anderen Leute. Offensichtlich. Wahrscheinlich, an dem bin ich dran schuld.
Da war ich schon zweimal. Da fehlt in der Ecke so ein richtig großes Stück an Mauerwerk. Da bin ich mal dagegen gelaufen. Dann holen wir die zwei ab. Dann holt ihr die beiden ab. Ja, also die sind tatsächlich schon am Staatsfernsehen schauen. Ihr seht auch in den meisten Wohnungen immer so dieses typische Bilderflackern von einem Fernseher. Also das macht man offensichtlich regelmäßig und ja, gehorsam. Ob man das dann auch ist, ist vielleicht eine andere Frage, aber Sie sollen den Fernseher auf alle Fälle anlassen. Ja, okay. Die beiden haben nicht viel Gepäck dabei. Beide haben mehr so ein, also der Professor hat so seine kleine Aktentasche dabei. Die Frau konnte es nicht so ganz lassen, hat da ein bisschen, ja, so eine kleine Reisetasche. Jetzt nichts, was super auffällig ist. Und während der Fahrt erzählt sie euch, dass sie, ja, dann das Fotoalbum musst du noch mit und das haben wir auch auf jeden Fall mit. Und dann habe ich noch ein, zwei. Und hier noch eine Stulle, ja, weil mein Laszlo, der ist immer so schlecht. Fotos müssen weg. Fotos müssen wir auf alle Fälle verstecken. Ja. Was? Ja. Sonst kommen wir nicht über die Grenze. Okay, also, ja, aber wo? Aber. Also ich würde auf alle Fälle zuerst mal während der Autofahrt euch anweisen, dass ihr bitte, weil ich jetzt mal ich fahre, dass wir in die Ausweise die Fotos reinpacken. Die haben wir schon, das ist schon erledigt. Die Ausweise sind komplett fertig. Mhm. Perfekt. Wie beim letzten Mal Werner war. Also entweder können wir wieder in die Sitze Fotoalben reinschieben, wenn wir sie mitschmuggeln versuchen wollen. Mhm. Weil das wird wahrscheinlich das Beste sein, das aufzumachen, Sachen reintun, wieder zunähen. Ja. Also ihr könnt tatsächlich jetzt auch nochmal kurz überlegen, wo ihr überall was in dem Auto verstecken könntet, rein theoretisch. Ja. Theoretisch, ja, wir müssen ja übers Land ja nach Arno fahren, da können wir ja noch stehen bleiben, ja, und das dann machen in Ruhe. Weil ja, wenn wir da jetzt in der Stadt rumfahren, dann wird keiner sagen, sie haben ein Fotoalbum dabei. Ja. Wenn wir aus der Stadt draußen sind, da ist nichts rundherum, was wir ja gesehen haben. Sondern vielleicht ein paar Bauernhöfe oder so. Und da kann man irgendwo mal mitten an der Pampa kurz stehen bleiben, falls wir nicht verfolgt werden. Ja. Aber ansonsten würden wir mal zur Uni fahren und Paul einladen. Okay. Ja, der Paul, hoffentlich von der Uhrzeit her schon weiß, dass er draußen sich irgendwo platzieren muss. Das wäre jetzt auch meine Frage. Paul, wo befindest du dich? Noch im Büro, und wenn die Zeit näher rückt, möchte ich durchs Fenster raus, nachdem das im Erdgeschoss ist, würde ich gerne durchs Bürofenster nach draußen. Mhm. Schaut zuerst, ob das Fenster irgendwie gesichert ist, dass ich da, falls ich da irgendwie einen Alarm auslösen sollte. Nö, also es ist jetzt kein elektrischer Alarm irgendwie da, ne? Also du hast zwar gesehen, dass die Türen gesichert sind, aber nicht jedes Fenster irgendwie. Ja, da wird ein Rollladen runtergelassen eigentlich. Bevor ich rausspringe, schaue ich natürlich auch, also Licht brennt keines im Büro. Nee. Schaue ich natürlich auch, ob draußen vielleicht irgendwer mit Taschenlampe ums Haus geht. So seine Patrouillen. Siehst tatsächlich jemanden laufen? Ist jetzt was du nicht erwartet hättest als tagsüber, aber hier scheint nachts jemand zu laufen. Du kannst auch einen flüchtigen Blick darauf erhaschen. Sieht jetzt nicht nach Miliz aus. Sieht auch nicht nach Geheimpolizei aus, also mehr Hausmeister. Ja, Hausmeister oder irgendwie so ein Sicherheitsdienst von der Universität, ja. Das passe ich ab, dass ich dem nicht vor die Füße springe, wenn ich da aus dem Fenster rausspringe. Ja. Dann schwingt die Fenster wieder zu. Genau. Und was ich mir im Büro noch angeschaut habe, ist, ob der... Ist auf dem Ausweis ein Foto drauf? Auf dem Ausweis ist kein Foto drauf, nein, nur Name und das Wappen einfach von der Polizei. Okay. Gut, du siehst den Wagen ankommen. Genau, da laufe ich geduckt zwischen Büschen oder Bäumen und verstecke mich da immer.
schau mich um, ob da irgendwer geht, ob da irgendwen sehe. Ja, du siehst immer mal so einen Lichtkegel, ne? Aber das ist jetzt, also der strahlt eher das Gebäude an, ne? So nach dem Motto, sind alle Fenster zu, sind die Türen geschlossen. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, dass man nach speziell was sucht, irgendwie, was hier nicht hingehört. Also die Theorie mit dem Hausmeister ist da doch schon gegeben. Wahrscheinlich mehr, dass die Studenten keinen Unfug treiben. Ja, genau. Irgendwelche politisch engagierten Studis oder so. Und ich hätte jetzt einen Beifahrersitz freigelassen, damit du da gleich reinspringen kannst. Ich glaube, die gesamte Geheimpolizei wartet jetzt beim Kraftwerk. Steigt da ein. Die warten auf Plan B. Und reicht dem Professor die Tüte. Und sage ihm, ich habe leider nur die zwei Platinen mitnehmen können. Schau nochmal auf den Ausweis, wie der Herr geheißen hat, weil mich der Herr XY da überrascht hat. Marisch. Marisch Urt. Wie? Marisch? Urt. 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 Also ich spreche das zu 100% falsch aus, aber Marisch Urt. 26 Jahre. Frag den Professor, ob er den kennt. Ja, das ist, also der bringt mir das Essen. Der war noch vor Ort und hat zugesperrt. Hat er was mitbekommen? Mein Gott, wir müssen hier weg. Ich fahre Evo. Steigen Sie doch endlich ein. Ich schaue jetzt über den Sitz an. Achso, okay. Noch mehr geht nicht. Jetzt fahren Sie doch endlich los. Wir müssen hier weg. Ich sollte nicht schneller fahren, das ist auffällig. Fahren wir jetzt gehen wir nach Jugoslawien oder welchen Grenzübergang nehmen wir? Das ist ein Geheimnis. Ich teile Ihnen schon mal Ihre Papiere aus. Ja, okay. Das wirkt ja ein wenig seltsam, wenn ich dann Ihre Papiere hergebe, falls wir kontrollieren. Ja, absolut. Welchen Grenzübergang nehmen wir denn? Welchen Grenzübergang nehmt ihr denn? Was haben wir gesagt? Anwalt? Anwalt wolltet ihr ja drüber fahren, ja. Weil es am nächsten ist. Die nächste Stadt ist Estica. Also nach Trofnia gibt es nochmal so eine halbe Stunde, gibt es nochmal so einen kleinen Skaff namens Estica. Ja, und das ist so ziemlich an der Grenze. Von dort sind es noch 20 Minuten bis zum Grenzübergang. Kann man das ja umfahren? Den Ort. Ja, wollte ich auch fragen. Ja, also du hast jetzt natürlich keine genaue Landkarte, aber das sieht relativ flach aus. Also vielleicht gibt es einen Feldweg, den man da durchaus fahren kann. Wissen die zwar vielleicht so einen Weg? Landkarte ist mir gerade noch eingefallen. Ach so, ja, natürlich. Die beiden wissen das. und sie finden... die sagen euch, also die manövrieren euch da so ein bisschen, also jetzt auch eher... Ne, so radwegmäßig, also wo sie selber mit dem Rad lang gefahren sind, jetzt nicht so den Schleichweg, das kostet euch so ungefähr nochmal 15-20 Minuten Umweg. Ich würde dann Harry nochmal auf die Schulter klopfen, wenn wir ziemlich im Nirgendwo stehen, wir merken, dass keiner uns verfolgt, ob er jetzt mal stehen bleiben kann, damit wir die Sachen verstecken, in Ruhe. Ja. Versteckt mir mal Kamera und Fotoalben. Auf dem Ausweis steht da kein Alter drauf, oder? Nee, also doch, natürlich, klar. Aber das ist so ungefähr vielleicht 1-2 Jahre Unterschied. Also sind ja ganz normale Reisedokumente. Auf dem... Der Geheimpolizei. Staatspolizei. Ach so, nee, da steht das nicht drauf. Da steht ein Name drauf, das ist das Wappen. Da steht auch noch irgendeine Dienststellennummer oder sowas dabei. Okay. Ich würde auf alle Fälle nichts unter den Sitzen verstecken. Naja, im Sitz. Ja. Im Sitz, aber nichts unterm Sitz, wo man reinschaut normalerweise. Unterm Auto sowieso nicht. Ich hätte es bei der Rückbank einfach unter der Sitzfläche da die reingeschoben. Da ist ja so eine Naht, wo es dann nach unten geht. Die hätte ich aufmachen und da dazwischen reingeben, in die Polsterung. Also quasi zwischen... Sitz und Lehne da irgendwie, oder? Na, drunter.
Nee, schon die Polsterung aufgemacht. Ah, ja. Okay, ja, ich verstehe. Ja. Also direkt so, dass, dann, dass man dann drauf sitzt. Mhm. Ah, okay, okay, okay. Verstehe, ja. Weil das ist sowieso eine Naht, die was da ist, die kann man dann wieder schöner zunähen, dann fällt das nicht so auf. Weil das ist sowieso erst abgeranzt. Mhm. Wenn wir dann weiterfahren, drehe ich mich zum Professor um, so, wie autoritär können Sie sein? Okay. Wir fahren einfach. Und dann natürlich die Frau so, ja. Mein Lasse war noch nie der Strengste. Er lässt den Studis auch immer zu viel durchgehen, ja? Nein, nicht mal mit ihren Studenten. Nein, ich mag meine Studierenden. Hä, die sind toll, die geben sich Mühe, die wollen was lernen, die versuchen eine bessere Zukunft zu erreichen. Aber ich bin eher so der Wissenschaftler. Sonst hätte ich ihm den Ausweis geben, falls man jetzt in dem nächsten kleinen... Nein, nein, bitte nicht. Oh Gott, dann komme ich ja ins Gefängnis. Werde ich direkt erschossen. Sie glauben, dass wenn wir da aufgehalten werden, wird es jetzt besser enden? Sie können immerhin die Sprache. Also, genau. Ja, ja, okay. Okay. Ja, aber sonst, dann... ich kann ihn mir schon behalten, aber muss ich halt mit Französisch. Kein Problem. Ja, dann machen Sie doch lieber das. Also ich bin mir da nicht so, ich fühle mich da nicht so wohl. Kannst du nichts außer Französisch und Englisch? Englisch, nein. Dann haben wir Versteck. Ja, und schifft dieses Dorf. Ja? Und es dauert vielleicht noch 10 Minuten und dann seht ihr schon neben so einem Wald Lichtkegel im Himmel. Ja? Also ein wahrer Leuchtturm an Scheinwerfern. Ihr nähert euch dem Grenzposten. Und wenn ihr jetzt irgendwie dachtet, dass es sich dabei nur um so eine kleine Schranke und ein Häuschen handelt, dann habt ihr euch ein bisschen geirrt. Ihr fahrt jetzt auf einer recht breiten Straße, links und rechts gar nichts mehr. Keine Felder, keine Büsche, einfach nur Wiese und Graben. Ja? Vor euch links, ja, seht ihr einen Wachturm, ja? Vielleicht so 5-6 Meter hoch. Die Grenze in die Richtung quasi weiter mit einem riesigen Zaun, Stacheldraht. Absolut unmöglich, da irgendwie unbemerkt rüberzukommen, alles beleuchtet. Ja. Rechts seht ihr so ein kleines Häuschen, also so ein, weiß nicht, so ein kleines Führerhäuschen. Und quasi gerade vor euch, links und rechts, so diese, wie heißen die, so Ein-Mann-Häuschen, nenne ich es jetzt mal, ja, wo einfach jemand drinsteht quasi und die Papiere kontrolliert. Was ihr sehen könnt, und das ist eigentlich eine ganz spannende Sache, also ihr habt das Zollhäuschen gesehen, ihr seht Schlagbaumbarrieren. Mhm. Sagt euch das was? Mhm. Ich musste das nämlich witzigerweise erstmal googeln, als ich das erste Mal, oh Gott, ich habe euch gerade verschoben, wo seid ihr? Als ich das erste Mal, ich kannte den Begriff nicht, also mit heruntergelassener Schranke, sage ich jetzt mal. Dann erstmal ganz lange gar nichts. Und dann sieht er wieder quasi Zaun. Also das muss dann die Ahrenwaldgrenze sein. Auch mit einem Schlagbaum, aber der ist geöffnet. Eine Unmenge an Leads, also wirklich super viele. Ihr habt diese zwei links und rechts an dem Häuschen. Ihr seht ein paar stehen da vor dem Zollhaus. Ihr habt den Wachturm gesehen, ihr seht auf dem Mittelstreifen, also wirklich in der Mitte von diesem freien Feld, wie sich da 4 Soldaten gegenüberstehen, in unterschiedlichen Uniformen, also einmal das Dunkelgrün, was ihr von Silverien kennt, ja, und auf der anderen Seite seht ihr so ein Hellblau, was offensichtlich Ahrenwald sein soll. Wie weit sind wir, wenn wir quasi dann an der Grenze stehen, direkt von Ahrenwald weg? Vielleicht sind es so 30 Meter oder sowas, wenn ihr an diesem Ding stehen bleibt, ja, an diesem Schlagbaum. Sehe ich da irgendwas, wo man, also irgendwelche Stacheln oder so, dass man nicht drüber fahren kann? Nee, also was du sehen kannst, also was du,
Was du noch sehen kannst, sind so, ich nenne es mal Geschwindigkeitshubbel. Ich weiß nicht, wie die Dinger früher gehießen haben. Ne? Alles in der Mitte sind zwar keine Schranken mehr, aber das sind durchaus nochmal quasi so Hügel, über die du jetzt nicht drüber rasen solltest. Technisch gesehen. Wir können sicher sein, dass das nur Miliz ist, die da ist. Das wollte ich auch fragen. Ja, es ist definitiv Miliz. Also ihr seht keine Geheimpolizei. Geheimpolizei ist nicht für die Grenzen zuständig. Also das sind wirkliche Grenzmiliz. Und Aber so wie ich wir die es mitbekommen Grenzpolizei. hätten, steht ja die Geheimpolizei eigentlich definitiv über der Miliz. Ja, allerdings nicht an der Kreuze. Okay. Ne, da hat sie eigentlich nichts zu tun. Dann würde ich sagen, fahren wir mal hin und bleiben stehen. Ja, also ihr kommt da angefahren. Ihr seht auch schon die Schilder quasi, dass ihr langsamer fahren sollt. Ja, also Schrittgeschwindigkeit, bis ihr da vor seid. Und während der Grenzübergang am Bahnhof noch relativ entspannt war, sind die Leute hier doch ziemlich nervös. Denn als ihr angefahren kommt, haben die nicht irgendwie locker ihre Waffen geschultert wie im Zug, sondern die stehen wirklich im Anschlag, also jetzt nicht irgendwie auf euch im Anschlag da, aber die sind doch sichtlich nervös. Also diese Grenzsituation scheint doch sehr angespannt zu sein. Und die schauen euch an und ihr seht quasi einen etwas jüngeren Milizsoldaten da stehen, der so mit einer Taschenlampe bei euch rein leuchtet. Schickt mein Ausweis. Ja. Steht der auf der Fahrer- oder auf der Beifahrerseite? Auf beiden Seiten. Also der dich anleuchtet, steht auf der Fahrerseite, der reinleuchtet, aber auf der anderen Seite steht auch einer. Also ihr werdet quasi auf beiden Seiten angeleuchtet und euch Also wird ich hätte eh symbolisiert, schon die gesagt, Scheiben dass dort wir jetzt alle die drinnen. Ausweise draußen haben. Ja. Fenster Mal runterkurbeln. warte mal ab, was Pause macht. Ja. Ich warte auf Anweisungen. Ja, Papiere. Bekommt da. Okay, sammelt alle eure Pässe ein. Wo wollen Sie hin? Schaut so zu Harry. Er ist Fahrer. Er ist der Älteste im Auto. Er ist der Sprecher. Lass mich kurz überlegen, was ich am besten sag. Ja, logisch, nach Arnwald. Nach Arnwald um die Uhrzeit. Genau gesagt, haben wir noch eine längere Reise vor uns und müssen danach noch ein gutes Stück weiter. Aha. Grund für Ihren Aufenthalt hier in Silverien? Diese beiden, und ich zeige auf Paul und Jurika, hatten an der Universität zu tun und ich war lediglich ein Tourist und habe sie begleitet. An der Und Universität. Was haben Sie da denn gemacht? Es scheint die Taschenlampen quasi auf euch beide. ich bin nur der Assistent. Assistent von was? Von der Dame hinter mir. Okay, und wer Ich ist diese gebe Dame? Ihnen die gleiche Antwort, was ich beim Einreisen gesagt habe, dass wir technische Teile verkauft haben an den Staat. Was für technische Teile sind das denn? Ist das quasi Import-Export-Geschäft? Nein, das sind Spezialteile, die für Sondergeräte, die entwickelt werden. Aha. Für den wunderbaren Staat Silverien Aha. Verkaufen Sie benötigt auch an werden. Arnwald? Nein, natürlich nicht. Oder an die Deutschen? Verkaufen Sie etwa an die Deutschen? Ich fange zum Das Lachen strahlt ja an. so, das ist wirklich die Taschenlampe ins Gesicht. Wieso soll ich diesen Leuten gute Teile verkaufen, wenn ich das hier viel besser machen kann? Aha. Und wer sind die anderen beiden? Leuchtet so nach hinten. Jurika. Technische Berater. Was haben Sie denn so alles dabei? Haben Sie was im Kofferraum? Machen Sie doch mal den Kofferraum auf. Ich schätze mal, dann werde ich jetzt aussteigen, oder?
Weiß nicht, fragst du das gerade oder denkst du das? Du hast sicher so einen Drücker, wo es aufspringt. Ja, das ist eben die Frage, habe ich einen Drücker, wo es aufspringt oder muss ich du aufsteigen? Du hast so einen Hebel, wo du ziehen kannst, aber... Ja, ich ziehe einen Hebel und der Kofferraum geht auf. Ja, da ist natürlich... Habt ihr geguckt, ob vorher was irgendwo Kofferraum drin war? Ja, wir haben ja die Sachen von den beiden ja eingegeben. Achso, okay. Ja. Schade. Wir haben keine Leiche im Kofferraum. Kein gebrannter Schnaps, ja, den ihr über die Grenze schaffen wollt. Nee. Alles ja, kontrolliert, dass das das Richtige ist. Ja. Ich lehne mich so zu dem, der neben meinem Fenster steht und sage zu ihm, unser technischer Berater könnte sich natürlich mit den technischen Details der Arbeit überhäufen, wenn sie das wollen, wenn sie die Zeit dazu haben. Nachdem ich nicht viel davon verstehe und ich in dieser Branche tätig bin, möchte ich, entschuldigen Sie, wenn ich so, wenn das jetzt unhöflich rüberkommt, ich glaube, dass es das technische Wissen unseres Experten das Wissen der Personen hier bei weitem überschreiten wird. Frech werden sie auch noch, ja? Dann steigen Sie doch mal bitte aus. Warte, bis er ein bisschen zur Seite gegangen ist. Also du quasi, ne? Der anderen hat er jetzt nicht erredet, das ist nur mit dir. Heb meine Hände. Wird's bald, ja? Mach die, so lang, die Tür auf, ja? Ist doch so lange er bei der Tür steht, will immer die Tür nicht draufhauen. Er tut irgendwas an Severisch sprechen und der andere gegenüber wird schon ein bisschen nervös irgendwie, ja? Stell mich hin, so seine... Hände hoch, leg sie aufs Auto. Beine ein bisschen breiter. Du weißt, wie das funktioniert. Er ist ja bei der Geheimpolizei. Nee, also, das hast du noch nicht gezeigt, gell, dass du bei der Geheimpolizei bist, oder? Ja, er durchsucht dich. Tastet dich quasi ab. Hast du irgendwelche Gegenstände, die er nicht finden sollte? Nein. Ich habe von meinen normalen Utensilien, das Einzige, was er finden würde, ist der Schlüssel. Und den Ausweis, oder? Und den Pass. Und den Ausweis hat er mir noch nicht zurückgegeben. Nee, findet er den Ausweis von der Geheimpolizei? Wahrscheinlich nicht. Was heißt wahrscheinlich? Würfeln wir doch mal, ob er diesen Ausweis findet. Auf was darf ich denn würfeln? Ich dachte, Meiner macht eine Probe auf. Haben wir den Ausweis nicht dem Professor gegeben? Nein. Der war zu zurückgegeben. Okay, wir haben auf der Suche 35. Was ist denn das bitte für eine schlechte Grenzmiliz? Also, mein Gott. So, wir haben... Ah! 37. Verdammt. Schade. Das wäre was gewesen. gut. Steigen Sie wieder ein. Wir müssen ich wollte das nicht nahe treten. Wir müssen da jetzt noch die Details mit Arnwald klären, ja, dass das ja alles gut funktioniert. Warten Sie im Wagen und fahren Sie nicht weg. Unsere Kugeln sind schneller als Ihr Auto. So, du siehst, dass er wieder zum Zollhäuschen geht. Er holt da irgendwie, so hat er so einen Hörer quasi. Und ihr seht, wie er spricht. Ist der andere auch weg oder steht der nur beim Auto? Nee, der andere schaut euch noch an. Okay. Der schaut euch immer noch an und beobachtet euch. Ich würde einfach so meinen Blick wandern lassen. Ich schaue nach vorne. Ich schaue auch die Burschen an, die was da neben uns stehen. Sind das alles? Ich weiß dir was zu sagen. Ja. Sind das alles sehr junge? Ja, also die Mehrheit ist schon eher jünger. Ja, es ist auch mal zwischendrin so der ein oder andere Alte dabei. Aber eigentlich hauptsächlich eher jung. Ja, es dauert. Also es ist wirklich... Laszlo dreht fast durch. Ja. Es tut sich einfach nichts. Ne? Ihr seht ihn immer noch, wie er wieder spricht, immer wieder auch mal zu euch rüberguckt. Ja. Ich sag dann, wahrscheinlich sind die alle schon im Bett. Damit die im Auto ein bisschen ruhiger werden. So, Magda schaut sich auch schon um, ja.
Der Professor fängt wieder an zu schwitzen. Ist ja auch noch warm gerade. Spätsommer. Ja, es vergehen 4 Minuten, 5 Minuten. Ihr seht immer wieder, wie er spricht. Als er quasi seinem Kollegen dazu nickt. Ja? Quasi also dem, der neben steht. Der läuft vor zum Schlagbaum und fängt an, den quasi hochzumachen. Also quasi, nur dass es so langsam die Schranke hochgeht. Und die Schranke ist offen. Man gibt euch quasi ein Handzeichen. Darauf wollte ich warten und dann würde ich in einem normalen Tempo drüber fahren. Also quasi eine Schrittgeschwindigkeit, anders geht es eben nicht bei diesen Schlagkuppeln, die da sind. Ja, du setzt dich in Bewegung, ihr habt so die ersten 10 Meter nach der Schranke erwischt. Ihr seht die anderen beiden, die vorne quasi direkt an der Grenze den anderen gegenüberstehen, die sich da die ganze Zeit hinter machen, sich euch zudrehen. Ich würde mich aber bereit machen, zu jedem Zeitpunkt durchzudrücken. Sieht alles gut aus. Haltet sie auf! Halt! Stopp! Und nein! Los geht's! Und die Schranke geht nur nach hinten ducken. Ich drücke nur. Ich drücke die nach unten, die zwei. Ich schätze mal, die Fähigkeit im Gelände fahren plus 2 Pips im zählt nur, wenn ich mal an meinem Geländewagen sitze. Ich weiß nicht, also Huppel zählt es als Gelände? Wahrscheinlich schon, wa? Ja, es steht halt bei der Ausrüstung Geländewagen dabei, darum. Achso, nee, das geht dann nur in deinem Geländewagen. Okay. Jurika, du hast gut reagiert, denn in dem Moment, wo du die Kopf runter machst, hörst du schon, wie Kugeln quasi durch diese Scheibe fliegen. Also man hat das Fahrzeuge Feuer auf euch eröffnet. Oder geht es eher auf Überleben? Es geht eher auf Fahrzeuge. Überleben ist eigentlich wirklich so in der Wildnis sein. Ich dachte mir, weil der Boden so unruhig ist. Komm schon, lass uns nicht sterben. Mit einer 44 von 45. 44 ist gut, das Karma, oder? Mhm. Ja, ist wieder. Und ich drück das Pedal durch. Du schrittst das Pedal durch, die Reifen drehen durch. Wie schnell willst du denn fahren? So schnell wie geht. So schnell wie ich da drüber komme, ohne. So schnell wie das Auto. Dass wir 5 im Auto über die Grenze kommen. Das Auto muss nicht zwingend noch funktionsfähig danach sein. Okay, also du siehst erstmal voller Entsetzen, während du da drauf drückst. Also ihr werdet in eure Sitze reingedrückt, was ein bisschen kontraproduktiv ist, weil du die anderen eigentlich gerade nach unten gedrückt hast, Jurika. Jetzt wird die Hand wieder hochgedrückt. Und die zwei Wachen, die quasi vor euch sind, die haben sich auch umgedreht und auch das Feuer auf euch eröffnet. Ja, die sind jetzt im Weg. Genau, Nico, Harry, tu doch mal bitte beschreiben, wie du über diese Huppel Richtung Arnwald-Grenze ratterst, wie schnell. Also die Reifen quietschen, die drehen schon fast durch. Und ich stelle mir das so vor, dass ich über die ersten 1-2 Hügel so wirklich, es holpert wie sonst noch was. So ab der Hälfte von den Hügeln platzen mir hinten die Reifen auf. Weiter geht's noch, es sprühen schon die Funken hinten, bis irgendwann so am Ende von den Hügeln hinten einfach die Achse rausbricht und wir quasi noch drüber schlittern mit dem Resttempo. Ihr hört Schüsse, ihr hört Geschreie, ihr seht das Wuseln auf der Arnwald der Grenze wie so Ameisen, die wissen überhaupt nicht, was sie gerade machen sollen. Die dürfen sich ja auch nicht einmischen. Ja. Was euch aber direkt auffällt, ist, sobald ihr an den quasi Polizisten, an der Grenzmiliz vorbei seid, die vorne an diesem Punkt stand, schießt keiner mehr auf euch. Und der letzte Zentimeter eures Heckes tut sich quasi noch über diese Grenze quälen, ja, bevor dieser Wagen einfach stehen bleibt, ja. Die Reifen durchlöchert. Fallen so ab. Die Radkappen fallen so ab, ja, genau. Dieser Wagen hat es mit letzter Kraft wirklich da über diese Grenze geschafft. Die Arnwälder Soldaten so. Das war wahrscheinlich der erste Zwischenfall seit irgendwie 10 Jahren oder so an dieser Grenze, ja. Aber ihr habt es geschafft, ihr seid in Arnwald. Die Miliz von Arnwald hat
keine Ahnung, was sie mit euch machen soll irgendwie. Ja, sie kommt so zu euch. Ihr werdet in dieses Zollhaus gebracht. Ja, da scheint ein Vorgesetzter zu sein. Jedenfalls scheint er älter als die anderen zu sein und schreit auch gerade die anderen irgendwie ein bisschen rum. Und ihr könnt irgendwie nur noch in Severisch irgendwas auf der anderen Seite hören, ja, wo rumgeflucht wird. Und die haben offensichtlich ordentlich aufgestockt. Ja, da steht jetzt alles voll an dieser Grenze. So. Aber keiner macht diesen Schritt quasi rüber. Ja. Also, Harry, ich glaube, du musst einen Anruf tätigen. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ich muss mal telefonieren. Möchtest du Rudi anrufen? Ich möchte Rudi. Ich soll meine Urkunde nicht vergessen. ja, also ihr erreicht natürlich Rudi am Telefon. Der verlangt dann relativ schnell die Ahnwald zu sprechen, also hier den höchsten Dienstgrad, der da so ist. Und alles andere kriegt ihr eigentlich nur noch so mit. Es wird scheinbar für eure Abholung gesorgt. Ja. Ihr sollt euch keine Sorgen machen, ihr seid hier in Ahnwald, hier ist es sicher. Und der Professor und Magda, die sitzen einfach nur da und die sind komplett fertig. Ja. Also die sind ich haben so beide so ein Glas, beide so ein Glas Wasser. Ja, beide hängen so ein Glas Wasser in der Hand, irgendwie so. Halten sich so die Hand so, ja. Und danke, dass ihr uns hier rausgehobt habt, ja. Und er hält so diese Aktentasche mit seinem Prototypen da quasi fest. Ich knie mich so vor ihm hin. Ja. Leg ihm so eine Hand auf die Schulter. Beten Sie, dass Sie uns nie wiedersehen. Ja. Was? Was? Nein. Nein. Ich brauche hier noch ein Exklusivinterview. Was für ein Interview? Irgendwann werde ich bei Ihnen mal vorbeischauen und einen Gefallen verlangen. Ich kenne Sie doch. Unerhört. Ja, ihr habt den Professor mit dem letzten Zentimeter Auto aus Severin rausgeholt. Ihr habt die Unterlagen gesichert, ihr habt den Prototypen gesichert, ihr habt den Professor gesichert, ihr habt seine Frau gesichert. Wir haben das Kraftwerk in die Luft gejagt. Ihr habt keinen politischen Zwischenfall ausgelöst, der diplomatisch irgendwie hoch aufgekocht werden könnte, außer so eine Grenzschießerei, die immer mal wieder wahrscheinlich hoffentlich vorkommt. Also ein ganz normaler Donnerstag. Ganz normaler Donnerstag, nur ohne Freitag. Oktopus. Mittlerweile Freitag. Genau. Freitag schon fast Samstag. Genau, ja, es dauert quasi einen Tag. Am nächsten Tag kommen die Österreicher und holen euch ab. Ja, fahren euch quasi einmal durch Anwald wieder hoch nach Graz. Und dort wartet auch schon Rudi auf euch. Und überreicht eine Urkunde. Ja, im Namen von Geschwärzt, ja. Bedanken wir uns bei Geschwärzt für die hervorragenden Geschwärzt im Namen des Geschwärzt. Ja. Du siehst auch irgendwie so ein Wappen oben auf der Urkunde, komplett so geschwärzt. Das sieht aus, als geschwärzt. Hätte jemand eine Horde kleine Kinder auf das losgelassen. Und der Rest wird natürlich entlohnt. Jurika, du bekommst die Rechte, tatsächlich an einer Story zu arbeiten, allerdings in enger Kooperation mit dem Staatsschutz. Ja. Dass man da, das möchte man doch gegenlesen, ja, was da fabriziert wird. Harry, du wirst von Rudi nie wieder ein Wort hören. Ja. Er verabschiedet sich bei dir mit dem Kommentar, lösch meine Nummer, ja. Wir müssen uns sowieso mit nach Wien, das ist unser Gepäck und das Restliche, was und wir. Ihr könnt alleine nach Wien, ja. Wir müssen noch mal ins Hauptquartier, weil die haben ja unser Restliches. Das ist nicht mehr mein Problem, wie ihr nach Wien kommt. Ja. Also er macht sich. Ich brauche mein Gewehr wieder. Aus dem Staub, ja. Also wie ihr nach Wien kommt. Er soll meine Bezahlung nicht vergessen. Das wartet alles im Hauptquartier auf euch. ja, und in dem Sinne habt ihr den Fall gelöst, ja. Ich rahme mir dann zu Hause die Urkunde mit dem Ausweis ein. Ja. Okay, lass mir auch noch diesen beschissenen Ausweis. Ja. Falls er irgendwann mal da wieder hin will. Sehr gut. Sehr gut. Ja,
damit sind wir am Ende. Und ihr habt es geschafft, nicht die Politik zu zerstören. Schade. Success, ja. Success. Sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Danke fürs Leiten. Super gerne. Ist ja ein recht anderes Troubleshooters-Abenteuer, wenn man die anderen so kennt. Glaube ich, das mit. Ich glaube, das Bedrückendste, wenn man es noch atmosphärischer ausspielt. Also so im krassen Kontrast eigentlich zu anderen Abenteuern. Es ist sehr ernst. Ja, recht. Die recht, ja, ja, genau. Vor allem tatsächlich, auch wenn man sich die momentane politische Lage anguckt, ist das dann doch echt nochmal eine andere Nummer, was mir dann auch irgendwie so, als ich das erste Mal gelesen hatte, als wir das übersetzt haben, auch dachte so, okay. Ja. Crazy. Ich weiß aber gar nicht, wann das geschrieben wurde tatsächlich. Das muss ich mal nachfragen. Na, sehr cool. Das war auf alle Fälle, wir haben trotzdem Spaß gehabt, auch wenn das Thema ernst war. Ja, das freut mich. Das ist ja wichtig bei solchen ernsten Themen, dass man trotzdem Spaß haben kann. Ja, ja, richtig. Und auch ausnahmsweise, was ich sehr gut, also ich persönlich sehr gut finde, ist, dass es nicht der Oktopus ist. Weil das ist immer so das, was die Leute erwarten. So irgendwo gibt es noch so einen kleinen Sticker oder irgendeinen Hinweis auf den Oktopus oder sowas. Aber der Oktopus ist ja auch in politischen Gefilden tätig. Wer weiß, ob nicht der Chef von der Geheimpolizei nicht auch ein Oktopus-Agent ist. Das könnte sein. Vielleicht tragen die auch alle so eine lila Uniform unter ihrem braunen Anzug. Einfach nur so eine lila Anstecknadel, das reicht schon. Genau. Man kennt sich, ja. Nein, sehr cool. Ich finde es auch schön, dass es noch geklappt hat, dass wir trotz Technikschwierigkeiten und anderes Setup und so das auch gut machen konnten. Sehr cool. Genau, und wir werden ja dieses Monat noch einmal was von dir hören. Stimmt. Ja, genau. Wir werden noch ein kleines Interview führen. Yes. Also wer schon mal immer wissen wollt, wie es bei Green Gorilla so zugeht, wie ihr zu Abenteuern, Regelwerken etc. kommt, was ihr da eigentlich genau macht. Einfach einschalten. Müssen wir schauen, ob wir euch ein paar Betriebsgeheimnisse entlocken können. Ich war jetzt am Ende. Versuchen ich war richtig bei dem, viele. Ja? Ich war bei dem Grenzübergang jetzt so im Spiel drin, dass ich überhaupt nicht mehr mitbekommen habe, dass wir ja aufnehmen. Genau, das wird sein. Das mit dem Interview dachte ich mir gerade, okay, du sagst das jetzt halt noch so, weil ja, wir sehen uns wieder. Ja. Ja, und deine bessere Hälfte im Business werden wir ja auch dann nochmal. Erstens mal beim Interview sehen und die Wizards, genau, das werden wir auch. Gut, auch schön mit einer von ihm geschriebenen Geschichte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei der ihr wahrscheinlich auch die erste Spielgruppe sein werdet, die das mit uns spielen. Tja, genau, wir gehört, dass es auch noch unveröffentlicht ist, soviel ich weiß. Und wir sind alle eigentlich ein leeres Blatt, was Little Wizard besteht. Das ist super. Das wird toll. Also es ist ein schönes System. Also ich habe mir das ja auch oft mit Erwachsenen. Ich glaube, das wird euch gefallen, ja.